So, ich habe hier mal wieder ein großes Paket bekommen. Da schauen wir jetzt mal rein und dann erzähle ich euch weiteres darüber. So, machen wir es mal auf. So, haben wir erstmal Verpackungsmaterial. Dann haben wir natürlich ein bisschen kleineres Paket drin, als der Karton groß ist. Bisschen staubig das Paket. Hat wohl schon eine Weile gelagert. Wie ihr sehen könnt. Von RockShox, die RockShox Reverb, hydraulische Sattelstütze. Ja, warum habe ich mir das gekauft? Ist einfach gut, wenn man im Gelände ist und ohne vom Fahrrad abzusteigen, die Sattelstütze die Höhe verändern kann, einfach mit dem Schalter am Lenker. Es hat natürlich einen Bautenzug, die Kabelführung durch den Rahmen oder am Rahmen dran. Dann kann man während der Fahrt den Sattel hoch oder runter machen. Das geht dann ziemlich schnell und easy. Und wir schauen uns das Teil jetzt mal im Detail an. Wir werden das Teil natürlich auch noch an meinem Fahrrad anbringen, installieren. Das werden wir gleich noch in diesem Video sehen. Aber jetzt packen wir das erstmal aus. So, alles schön verpackt. Das Gute ist, was ich auch in der Produktbeschreibung gelesen habe, dass hier das komplette Entlüftungskit mit dabei ist, also das Öl für die hydraulische Sattelstütze, das komplette Entlüftungskit, die Spritzen zum Entlüften wie an einer Bremsscheibe. Wird natürlich ein bisschen anders funktionieren, der Ablauf. Aber irgendwann, wenn es mal soweit ist, dann werde ich das bestimmt hinbekommen und auch dazu ein Video machen. Hier wahrscheinlich noch eine Bedienungsanleitung und ein Aufkleber. Hier noch Sternchenschraubendreher, ein Sternchensteckschlüssel und noch ein paar kleine Ersatzteile. Hier die Spritzen. Was das jetzt ist, weiß ich nicht, aber das werde ich ja noch sehen. Wie gesagt, das Öl. So, jetzt seht ihr es ja hier schon. Hier ist der Hebel. Hiermit kann man die Sattelstütze ausfahren. Und ich denke mal, wenn man auf dem Sattel sitzt, durchs Gewicht, kann man dann, wenn man den Hebel drückt, dann fährt die Sattelstange wieder nach unten. Wird am Lenker links angebracht, denke ich mal. Mal schauen. Oder auch rechts. Muss ich mal sehen. Aber ich denke mal, eher links. So rum wäre es ja links rum, genau. Ist er gut verarbeitet, ist Metall, bestimmt Alu. Der Hebel ist auch aus Metall. Dann gucken wir uns mal das ganze Teil an. So, jetzt haben wir hier die Sattelstütze. Ihr seht also hier unten, hier oben wird der Sattel angebracht. Das ist das Tauchrohr. Hier drin befindet sich die Hydraulik. Ich werde mal probieren, ob das schon funktioniert, wenn ich den Hebel bediene. Ich habe es gerade probiert, also mit starkem Druck kann man es wieder einfahren. Also wenn man auf dem Sattel sitzt und den Hebel betätigt, durch sein eigenes Gewicht kann man die Sattelstange runterdrücken, also den Sattel nach unten. Und wenn man den Hebel bedient, fährt das Ganze wieder raus. Muss man natürlich noch die Geschwindigkeit einstellen. Ich denke, das geht auch noch irgendwie, wie schnell das rausfahren soll. Genau, wenn man also ganz leicht auf den Hebel drückt, fährt es auch nur langsam raus. Das sehen wir jetzt. Ich habe die Sattelstange jetzt mal ganz eingefahren. Jetzt drücke ich hier mal ganz vorsichtig drauf.
Dann dürft's auch. Und dann fährt sie auch nur ganz langsam aus. Und das Ganze geht auch schnell, man kann sie sehr flink ausfahren. Einfach stärker auf den Hebel drücken. Ich finde das sehr praktisch, wenn man im Gelände fährt, wenn man Trail fährt, muss man eh den Sattel weiter runter machen. Das kann man dann während des Fahrens machen. Da braucht man nicht jedes Mal den Schnellspanner lösen und den Sattel verstellen. Hier macht man das einfach während des Fahrens, Sattel runter, und wenn man dann bergauf fährt oder längere Strecken dann fährt, also nicht mehr im Trail oder im Gelände, dann einfach mit dem Hebel den Sattel wieder höher. Ganz einfach. Und wir schauen uns das jetzt an meinem Fahrrad an. Ich werde die Sattelstange einbauen, den Bautenzug verlegen. Dann sehen wir es an meinem Bike. So, ich bin jetzt bereit für die Montage der Sattelstütze. Aber bevor wir die RockShop Reverb montieren, müssen wir noch ein bisschen was vorbereiten. So, wir werden jetzt erstmal den Hydraulikschlauch aus dem Reverb-Hebel ausbauen, damit wir den Schlauch auch am Fahrrad verlegen können. Dazu machen wir einfach dieses Gummiteil auf, ziehen es runter. Dann brauchen wir einen Maulschlüssel. Dann öffnen wir das Ganze, schrauben wir das Ganze auf. Können wir komplett abschrauben. Dann stellen wir das so hin, dass hier nichts rausläuft an Öl. Das, was wir jetzt machen, ist die Schraube hier abmachen und dieses kleine Tool anschrauben. Dann können wir natürlich an der Seite hier den Hydraulikschlauch von der Reverb anbringen und hier den Schlauch, mit dem ich das Ganze durchziehe. Werdet ihr gleich sehen, zeige ich euch. Schrauben wir die Schraube hier einfach raus. Sollte eigentlich leicht gehen, aber es geht ein bisschen. Jetzt ein bisschen Kraft ausüben, dann geht das auch. Schön aufpassen, dass diese Schraube nicht wegkommt, ganz wichtig. Jetzt schrauben wir das Teil hier auf, aber nicht komplett, so ungefähr bis zur Hälfte. Oder so ein Viertel noch lassen. Gegen den Uhrzeigersinn festdrehen. Das war's erstmal, was wir hier noch machen müssen. Jetzt gehen wir wieder ans Fahrrad und dann machen wir einfach weiter. So, eigentlich wollte ich den Hydraulikschlauch hier durchlegen. Und zwar von hier oben durch das Sattelrohr, durch das Sattelstützenrohr, hier runter durch und dann hier durch den Rahmen durch das Unterrohr vom Rahmen und dann aus dem Loch wieder raus. Das funktioniert aber nicht, da hier oben beim Sattelstützenrohr kein Loch drin ist. Das heißt, ich kann es hier nicht durchführen, hier runter und dann durch das Unterrohr durch. Was aber geht, ich habe jetzt schon mal hier eine Zugführung verlegt. Hier ist ein Loch drin in dem Rohr für die Sattelstütze. Das heißt, ich kann dann den Hydraulikschlauch von der Reverb einfach hier unten unterm Tretlackerhäuschen langlegen und am Unterrohr vom Fahrrad festmachen, an den Halterungen, wo auch die Leitung von der hinteren Schaltung verlegt ist. So, dazu machen wir Folgendes. Ich habe jetzt hier eine Zugführung durchgelegt. Das ist einfach ein leerer Hydraulikschlauch. Den verbinden wir hier mit dem Hydraulikschlauch von der Reverb, hier mit diesem kleinen roten Gewindetool. Probieren wir das mal mit einem Imbusschlüssel, indem wir das hier mit dem Imbus zudrehen. Ist ein bisschen Frickelei, wenn man das erste Mal macht oder nicht so oft macht. Und man bekommt es hin. So.
Jetzt können wir auch schon den Schlauch von der Reverb hier durchziehen. Unten ziehe ich mit und oben schiebe ich ein bisschen. Mal sehen, ob der Schlauch von der Reverb im Endeffekt dann zu lang ist und ob ich den kürzen muss. Das ist aber kein Problem. Ich habe alles dazu zum Kürzen. Aber ich gehe mal davon aus, dass er zu lang sein wird. Hier unten haben wir den Hydraulikschlauch. Den führen wir dann hier unten so lang. Aber erstmal stellen wir die Höhe von der Sattelstütze ein. Ich habe die Sattelstütze natürlich hier am Hinterreifen befestigt, damit sie mir nicht runterfällt. Probieren wir es gleich mal aus. Jetzt geht's. Perfekt. Und dann messe ich das Ganze mal aus, wegen der Sattelhöhe. So sieht das Ganze im Moment aus. Passt alles. Jetzt nehme ich nochmal einen Zollstock, messe nochmal nach, dass ich auch die hydraulische Sattelstütze in der richtigen Höhe versenkt habe. Und dann verlegen wir mal die Leitung. So, ich habe das jetzt hier mal abgemessen. Im ausgefahrenen Zustand von der Sattelstütze schaut sie weiter raus, als eigentlich meine Sitzhöhe ist, aber das kann ich jetzt nicht ändern, denn das Hauptteil hier unten geht nicht weiter rein. Da ist das Rohr für die Sattelstütze zu kurz, macht aber nichts. Ich habe ja dann den Hebel von der Reverb und kann das dann auch so einstellen und ich lasse es so. So, da können wir die Sattelstütze festmachen. Drehen wir einfach den Spanner fest. Ja, Vorderbremse quietscht ein bisschen. Ist aber normal. Vor allem jetzt bei dem Wetter. Kümmern wir uns mal um die Verlegung des Hydraulikschlauchs. So, hier haben wir jetzt die Befestigung für den Schlauch. Hier ist schon eine Schaltleitung verlegt. Und auf die andere Seite kommt jetzt der Schlauch von der Reverb. Machen wir das hier einfach mal locker. Können wir den auch hier durchlegen. Sollte ja reinpassen. Dann können wir das auch wieder festziehen. Hier haben wir auch noch einen. Den lockern wir auch nochmal und dann Schlauch durch. Festziehen, fertig und dann oben nochmal, hier oben drüber nochmal ein letztes. Hier oben ist die letzte Halterung. Dann legen wir das hier rechts auf die Seite und dann können wir es schon mal an den Lenker halten und schauen, wie lang die Leitung sein muss. Da werde ich erstmal den Reverb-Hebel montieren, dass ich dann schauen kann, wie weit ich die Leitung noch kürzen muss. Soweit bin ich jetzt erstmal und dann werde ich jetzt erstmal den Reverb-Hebel montieren am Lenker, damit ich sehen kann, wie weit ich den Schlauch kürzen muss, damit er die richtige Länge hat. So, ich habe jetzt hier schon die Zugleitung abgemacht. Jetzt legen wir natürlich die Länge fest von dem Schlauch von der Reverb. Hier ist der Hebel, den habe ich schon montiert. Das kommt hier dran. Jetzt schauen wir mal, wie weit ich das kürzen muss, dass der Lenkeinschlag noch vollkommen gegeben ist. Wenn ich das jetzt so mache. Das geht, da geht man noch ein bisschen dazu. Ein bisschen länger. Und auch mal in die andere Richtung lenken. Ein bisschen abschätzen. Also das sollte so passen. Lenkeinschlag sieht super aus. Also die Länge vom Schlauch. So sollte es passen. Ich kann hier nach links komplett einschlagen. Ohne dass der Schlauch zu kurz ist. Aber ich glaube, ich gebe noch vorsichtshalber noch ein bisschen was mehr drauf. So lasse ich noch ein bisschen mehr länger. Und dann markiere ich mir das mit ein Stück Klebestreifen, wo ich ihn kürzen möchte. Nämlich hier an dieser Stelle. Dann habe ich hier mein Tool zum Kürzen. Zack, es ist ab. So, jetzt brauche ich noch die Schraube hier drin. So, dann machen wir mal den Klebestreifen hier wieder ab
Dann die Überwurfmutter wieder drüber. Die Schraube drauf. Bisschen Öl rausgekommen. Einfach abmachen. Schön festziehen wieder. Auf die letzten Millimeter. Geht's ein bisschen schwerer. Ist aber fest. So, dann können wir das hier wieder festmachen. Überwurfmutter drüber. So, und dann können wir das auch wieder mit dem Mausschlüssel festziehen. Dann nicht vergessen, die Gummihülse wieder drüber. Dann können wir das Ganze auch schon mal testen. Aber erstmal stellen wir den Hebel wieder ein, dass der Reverb-Hebel an der richtigen Stelle sitzt. So, ich habe festgestellt, dass ich die Reverb doch nochmal entlüften muss. Also sie funktioniert nicht. Hat wahrscheinlich beim Einbau, dadurch, dass ich den Schlauch gekürzt habe, wahrscheinlich doch zu viel Öl verloren. Mache ich jetzt mal schnell. Dazu brauchen wir hier das Entlüftungskit von RockShox für die Reverb. Ist eigentlich, wenn man die Reverb kauft, in den Karton mit dabei oder man kauft sich das Kit noch zusätzlich. Die machen wir hier so dreiviertel voll und schließen die hier an. Nehmen wir erstmal die Torx-Schraube raus. Machen wir das hier fest. Und am Hebel eine Spritze voll machen, so ein Viertel voll. Dann haben wir hier auch eine Torx-Schraube. Die können wir auch rausschrauben. So, das ist eine Imbusschraube. Geht ein bisschen schwer zu lösen. Vorsichtig sein. Das klackt da mal kurz, weil es so fest sitzt. Dann schließen wir die Entlüftungsspritze hier oben noch an. Einfach reinstecken. Dann machen wir Folgendes. Wir drücken hier unten am Reverb auf die Spritze und machen die Spritze hier so halb voll. Schön langsam. Wird noch voller, weil ich sehe, dass da noch Luftblasen aufsteigen. Okay. Machen wir die hier zu. Können wir das weglegen, die untere Entlüftungsspritze, und machen hier wieder Torx-Schraube drauf. Vorsicht, da tropft ein bisschen was raus. Ist auch nicht so schlimm. Machen wir das Öl ein bisschen weg. Hier oben drücken wir jetzt noch ein bisschen nach. Nicht rausziehen, also nicht Vakuum ziehen, sondern reindrücken. Vielleicht nur so ein bisschen Vakuum ziehen, nur so ganz leicht. Hauptsächlich reindrücken. Geht ziemlich schwer. Dann schon mal den Imbusschlüssel nehmen und die kleine Imbusschraube nehmen. Dann das hier raus. Dann Schraube gleich rein. Tropft es ein bisschen. Festziehen. Dann machen wir das auch noch ein bisschen sauber. Dann können wir das Ganze auch mal testen, ob es jetzt wieder funktioniert. Wir drücken jetzt mal den Hebel. Oder besser gesagt, mache ich jetzt erstmal hier wieder den Gurt ab. Ich stecke die Gabel erstmal wieder rein. Zieh dann erstmal den Schnellspanner fest, um einfach nur erstmal die Reverb zu testen, ob sie jetzt wieder läuft, bevor wir hier die Sattelstütze wieder gerade einstellen. Das heißt, wir betätigen den Hebel. Die Stütze lässt sich sauber
einfahren, auch wieder ausfahren. Jetzt richten wir das alles nur wieder richtig aus. Fertig montiert, sitzt perfekt, funktioniert. Ihr könnt es nochmal sehen. Sie lässt sich nach unten schieben und ich kann sie auch, wenn ich den Hebel betätige, wieder nach oben bringen.